Hallo AC-Freunde und willkommen zur nächsten Episode von Waxers AC TV. Heute kein AC-Talk, kein AC-Review. Freunde, 2021, das Jahr, wo die neue Playlist beginnt. Das habe ich gekauft. Wer sich noch erinnert, 2020 habe ich meine Umfrage dazu gestartet und ich habe euch mal als Community ein bisschen die Aufgabe gestellt, wenn wir 50 Likes auf einem Video erreichen, dann packe ich eine neue Kategorie aus. Das habe ich gekauft. Problem an der Sache war, ich habe damals die Abstimmung laufen gelassen. Wir hatten, meine ich, 35 Likes auf dieses Video, was keine 50 waren und somit habe ich dann damals die Kategorie wieder verworfen. Jetzt kam der Bumerang wieder zurück, weil ihr nichtsdestotrotz immer wieder mal danach fragt, wie ich einkaufe, wo ich einkaufe, was ich einkaufe, warum ich einkaufe. Daher dachte ich mir, jetzt ist es an der Zeit. Wahrscheinlich, wenn ich heute die Abstimmung nochmal machen würde, würden wir wahrscheinlich dieses Mal ein Ja bekommen. Aber ich dachte mir, sparen wir uns die Arbeit, haben wir eh alles schon mal gemacht. Das soll hier auch kein Clickbaiting werden, sondern ich bringe die Kategorie. Das habe ich gekauft. Heute geht es um zwei Team C-Bodies für 1:10er RC Crawler mit 313 mm. Die schauen wir uns einfach mal gemeinsam an. Ich kann an der Stelle nur wieder sagen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid und viel Spaß beim Video. So Freunde, legen wir doch einfach mal los mit dem ersten Body. Team C Body, das Ganze kommt von Absima. Fangen wir doch einfach mal so an. Wie gesagt, 313 mm Crawler Karosserie. Und ihr seht das Ganze jetzt aufgrund der Folie etwas schlecht. Deswegen packe ich euch die jetzt doch einfach mal aus. Die werden wir jetzt zwar heute nicht lackieren, das kommt dann vielleicht einfach nochmal in einem separaten Content, wobei ich euch da schon mal verraten kann, die Karo hier, da handelt es sich um die Karosserie für meine Tochter. Die hat sich ja an der Stelle mal was Eigenes gewünscht, wo ein bisschen nachher auch in ihrem Design laufen wird, also wundert es euch nachher nicht, wenn wir dann hier raus was Pink, Blau, Weiß, Schwarzes machen. Das sind nämlich so mal ihre Vorstellungen bisher. Fangen wir einfach mal mit dem leichtesten an. Team C-Body, 313 mm, deklariert als 1:10er Crawler Body. Ihr findet zu diesen Karosserien keine weiteren Bezeichnungen. Ich verstehe diese Karosserie, wenn wir uns die mal ein bisschen hier aus der Nähe betrachten. Ja, wir haben hier einen schönen Pickup. Und was für mich schon mal auf jeden Fall sehr, sehr cool und sofort ins Auge gestochen ist, ich muss auch sofort drüber sprechen, wir haben eine Ladefläche, und zwar eine richtige Ladefläche. Ja. Es ist ja an der Stelle der Toyota. Ich bin jetzt ein bisschen überfragt, weil ich mich auch mit Toyota nicht 100% auskenne. Bitte Candy Bugs, häng mich nicht auf. Aber es ist auf jeden Fall ein LC-Modell. Ich bin bloß irritiert, ob es der 70er oder der 80er ist. Auf jeden Fall ist es ein bisschen runder, sieht für mich ein bisschen zeitgemäßer aus. Also ja, keine Ahnung. Ihr könnt es mir ja unten mal ins Kommentarfeld reinschreiben, was ihr hier so seht. Ich an der Stelle sehe erstmal eine Karo, die ich vor kurzem auch hier im Keller liegen hatte. Das war nämlich von dem Amewi RCX10. Den weißen Body, wenn ihr euch noch erinnert, mit dem Klappmechanismus. Und was mir jetzt hier gefällt, ist einfach diese Vertiefung der Ladefläche. Ja, wir haben hier wirklich eine Ladefläche, wo jetzt beispielsweise bei dem Amewi hinten die Ladefläche komplett oberhalb schon verschlossen war. Hier haben wir jetzt wirklich eine Ladefläche, wo ich was reinpacken kann, ja, dass mir dann einfach ringsherum beim Crawlen nicht rausfällt. Sehr, sehr coole Angelegenheit. Also da muss ich mal schon mal sagen, top. Ganz kurz zum Preis von der Karosserie. Die Karosserie kostet an der Stelle 30 Euro. Unbezahlte Werbung. Ich habe sie diesmal bestellt beim Völkner. Ihr würdet die auch in bestimmt auch noch einem anderen Modellshop finden. Aber ja, ich habe jetzt beim Völkner dieses Mal bestellt, weil ja, mir das Suchergebnis gleich mal die Seite aufgerufen hat. Und wie gesagt, 29,95 an der Stelle. Und wenn ich die jetzt so in der Hand halte, muss ich sagen, Leute, die ist absolut schon mal jetzt jeden Cent wert. Weil wir haben hier jetzt eine flexible Lexan-Karosserie, aber kein irgendwie blattdünnes Lexan, sondern wenn ihr das euch anhört vom Knicken, das gibt einen richtig dumpfen Ton. Und das heißt, wir haben hier auf jeden Fall eine Stärke. Ich kann es ja auch mal gleich messen. Dann wissen wir es sicher. So. Also wir sind nicht ganz auf dem Millimeterstrich. Also würde ich mal schätzen, das werden so 0,7, 0,8 mm sein. Also an der Stelle erstmal alles okay.
Was ihr mitbekommt, auf jeden Fall sind die Fensteraufkleber, damit ihr die Fenster abkleben könnt. Und ihr bekommt noch die Decoys für außen. Allerdings an der Stelle sehr, sehr spärlich. Ja? Das heißt, wir haben keine Marken oder auch wir haben kein Fahrzeugemblem, kein Logo. Es sind lediglich die Lufthutzen. Das Logo bleibt frei, weil ich dort wahrscheinlich denke, dass da die Lizenzen gefehlt haben. Ja? Nicht als Angriff jetzt, sondern na, klar, wenn ich dann mich keinem Logo bediene und es nicht bezeichne, also 1:10er Crawler-Karosserie, dann muss ich unter Umständen keine Lizenz bezahlen. Für mich an der Stelle jetzt erstmal sekundär, weil ich weiß ja, was es ist. Ich sehe nachher auch das, was ich sehen möchte und ich mache beim Crawler ja meistens sowieso nur diese Decoys drauf, weil ich jetzt ja anders wie bei dem Onroad- oder Offroad-Fahrzeug jetzt nicht auf der Seite die ewig großen Schriftzüge habe, wenn ich mir die Karosserie einigermaßen Scale herrichte. Das heißt, auf jeden Fall für mich, für ein Crawler-Projekt, alles zu 100% vollständig und mit dem Preis von knapp 30 Euro eine richtig coole Angelegenheit. Ja. Wir haben so ziemlich viele Details auf der Karosserie auch mit dabei. Das heißt, wir haben die Türgriffe ja bereits mit drin. Die kann ich nachher separat lackieren, wenn ich das möchte. Ja, ich habe auch den Tankstutzen zum Beispiel in die Karosserie eingepresst. Auch eine ziemlich feine Angelegenheit. Habe ich bei anderen Karosserien immer aufgeklebt. Ja, zuletzt bei meinem Dodge Ram Charger Proline Karosserie. So, wir haben auch überall die Lichtschalen abgezeichnet, angezeichnet, die Blinker heben sich hervor, auch nachher die Lufthutzen von der vorderen Stoßstange. Ich glaube, wenn die Karo ausgeschnitten ist, sieht die nachher sehr, sehr schön aus. Und wenn dann noch die Aufkleber an den richtigen Stellen sitzen, das wird richtig Taco, Leute. Das wird richtig schön. Auf der Motorhaube noch eine Lufthutze. Auf der anderen Seite, klar, da fehlt jetzt der Tankdeckel. Und hinten herum haben wir noch kleine Abzeichnungen, auch von ein paar Lufthutzen oder was auch immer hier noch für Plates nachher hinkommen. Oder man auch hier, das sind Nieten mit dran am Ende. Kann man wahrscheinlich so Blechplattenimitate noch selber rauslackieren. Ich habe hier auf jeden Fall Ränder für Fender. Das war jetzt ein Zufall. Aber die ich eben noch schwarz anzeichnen kann. Ja, genauso wie vorne. Die Fender sind auch eben abgehoben an der Karosserie. Da könnt ihr tatsächlich farblich euch wirklich austoben. Wir haben sogar hinten einen Überrollbügel in die Karosserie schon mit eingepresst. Also auch den kann ich nachher abkleben und separat sichtbar machen. Ja, ich kann ihn aber wahrscheinlich auch in der gleichen Farbe durchlackieren. Das wird am Ende wahrscheinlich nur dem tatsächlich richtig geschulten Auge auffallen, was es hat sein sollen. Ja, Nachteil, was so eine tiefgezogene Ladefläche dann natürlich auch hat, wenn man es nachher selber lackiert. Und man muss jetzt eben so Details wie diesen Rand oben, ja, oder auch den Überrollbügel abkleben und dann auch lackieren. Da werde ich nachher wahrscheinlich mit einer Airbrush-Pistole arbeiten müssen, damit das sauber wird. Ja. Und vor allem hier in diese Nischen, ja, die an der Stelle wirklich vielleicht maximal an der breitesten Stelle einen Zentimeter haben, da komme ich immer mit der Farbe ganz schlecht rein. Ja. Also das ist immer so ein Problem, habe ich jetzt auch bei meinem Ram Charger gesehen. Der hat auch so eine vertiefte Ladefläche, da muss man also wirklich, ja, ich denke, diesmal werde ich es mit der Airbrush machen. Das letzte Mal habe ich es mit der Dose gemacht und es war super, super aufwendig. Ja, ansonsten, wie gesagt, man kann es ja auch nachher einfach halten. Man macht die Ladefläche schwarz, damit die sich vielleicht so ein bisschen abhebt, auch mit einem besonderen Belag quasi simuliert. Und wie gesagt, lackiert dann einfarbig auch den Überrollbügel mit und kann sich ja dann hinten nochmal selbst ein Fenster einzeichnen oder einfach blank runterlaufen lassen. Dann habe ich eben eine Pritsche ohne Heckfenster. So. Was auf jeden Fall auch noch ein sehr, sehr cooles Gimmick ist, was wir sehen in den Details, ist dann auch hier eine Tankhutzenzufuhr. Also da ist wirklich detailmäßig an sehr, sehr viel gedacht worden. Das gefällt mir echt sehr, sehr gut. Und ja, Leute, für den Preis kann man alt überhauen. Das macht man. Ja, das ist okay. Ich denke, hier dazu haben wir jetzt alles gesagt. Die kommt jetzt auch nochmal zurück in die Tüte. Für jeden, den es auch dann nochmal interessiert. Wir haben hier Itemnummer 241-0071, 1:10 Crawler Body CB008. Team C Bodies. So, das heißt, die ist jetzt schon mal fertig. Und jetzt kommen wir zur zweiten Karosserie. Tadadada. Die kann ich aber auch gleich aufschneiden. Vielleicht wird es der ein oder andere schon erkennen.
da haben wir mal einen schmalen Defender. Also einen, der tatsächlich auch mal so ist, wie er sein soll. Für mich jetzt ein Projekt für ein 313er Chassis. Ich denke da so ein bisschen an meinen Freeman. Meine Tochter ist jetzt in der glücklichen Lage, dass sie auch ihren eigenen Crawler bekommt. Deswegen habe ich ihr dann auch eine neue Karo einfach besorgt. Und ja, ich dachte dann einfach, wie gesagt, für das Freeman-Chassis, dadurch, dass der auch hinten die höheren Karo-Steher fährt und ich einfach da noch nie eine alternative Karo irgendwie hatte, dass ich jetzt da einfach auch mal so einen schicken Defender mache. Den mache ich mir dann einfach auch noch mal etwas scaliger. Wir haben auch hier wieder sehr, sehr viele Details, die einfach von Haus aus an der Karo schon dran sind. Ja, ich zeige jetzt mal hier auch wieder die Türgriffe, dann im hinteren Teil auch wieder die Tankhutze. Dann haben wir vorne aufgedruckte Scheibenwischer. Auch die Klappen sind angedeutet, vorne auf der Motorhaube eben nochmal so Blechstücke. Ja, vorne der Grill, auch sehr markant. Man weiß auf jeden Fall gleich, was von Fahrzeug gefahren kommt. Wir haben dann auch als einzigste Decals, also hier tatsächlich noch weniger wie bei der vorherigen Karo. Ja, da habt ihr also nur die Scheinwerfer, Blinker und hinten die Heckleuchten, die paar, die das Fahrzeug hat. Zwei Stück. So, die roten, die muss man dann schon wieder selber lackieren. Aber das ist an der Stelle alles okay. Wie gesagt, bei dem habe ich es mit dem Lackieren auch sehr einfach. Da kann ich auch die Details sehr, sehr gut abkleben. Und ich denke, das werde ich auch nachher machen. Vom Stil her denke ich schon auch ein bisschen wieder in Richtung Humfender. Auf jeden Fall was mit einem weißen Dach. Das weiße Dach ist etwas, was mir persönlich einfach sehr, sehr gut gefällt an der Karo. Das kann man machen. Und ja, deswegen, es wird auf jeden Fall, denke ich, eine Abgrenzung geben. Bei der Bodyfarbe bin ich mir noch nicht ganz sicher, was es nachher wird. Auf jeden Fall auch wieder mit schwarzen Fendern. Und ja, wir werden es dann sehen. Gibt auf jeden Fall auch nochmal einen Content auf dem Kanal. Deswegen, wenn ihr den nicht verpassen wollt, auf jeden Fall den Kanal abonnieren und die Glocke für die Benachrichtigung aktivieren. Ja, hole ich euch doch nochmal kurz einfach beide Karos zur Gesamtansicht. Doch wieder kurz ausgepackt. So. Bei dem Defender reden wir ebenfalls von einem Anschaffungspreis von ca. 30 Euro, also auch die 29,95, auch beim gleichen Händler eingekauft. Deswegen an der Stelle, beide Karosserien haben jetzt 60 Euro gekostet in Summe, ja, was für mich absolut ein Top-Preis ist, wenn ich jetzt überlege, ich habe zwei neue Crawler-Karosserien. Ja, das habe ich jetzt, wie gesagt, vorher für eine einzelne, für meinen TRX4 bezahlt. Und ich bezahle das Geld auch gerne, nicht falsch verstehen, aber ich wollte jetzt für diese zwei Projekte auch nicht in die Vollen langen. Wir werden dann hier den doppelten Einkaufspreis von fast 120 Euro nur für die Karosserien. Hier kommt ja nachher jetzt noch Farbe dazu, auch die Farbe für meine Tochter. Sie wird mit Sicherheit noch eine Farbe wählen, die ich nicht im Lager habe. Das heißt, da werde ich Farben bestellen müssen. Hier werde ich mit Sicherheit noch ein, zwei Dosen bestellen müssen. Daran geht es jetzt, wenn dann mal die Konzeptionierung von der ganzen Geschichte kommt. Und genau, wenn dann diese Kosten auch noch on top sind, dann wird man wahrscheinlich ganz knapp unter 100 Euro irgendwo landen. Und dann haben wir ja auch schon immerhin für zwei Karosserien genug Geld ausgegeben. Ja? Zumindest mal in meiner Auffassung. So, Freunde, wenn ihr noch irgendwas zu den Karosserien wissen wollt, schreibt es gerne unten in die Kommentarfelder rein. Heute wären wir an der Stelle dann auch bereits fertig mit den Content, mit dem Video. Ich kann euch jetzt zwar noch 10 Minuten was erzählen, aber ich glaube, die wenigsten wollen das jetzt alles hören. Und deswegen sage ich ja, für mich nochmal als Gesamtfazit, auf jeden Fall Bodies, mit denen man arbeiten kann. Ob man jetzt deswegen nachher an der Scale Trophy, ob man die Scale Trophy dafür gewinnt, das bleibt abzuwarten, weil wie gesagt, es gibt ja auch lizenzierte Bodies zu beiden Fahrzeugen. Aber ich finde es sehr interessant und spannend zu sehen, wie nah sie dann doch an den Lizenzprodukten liegen und dann einfach preislich fast die Hälfte kosten. So. Und für mich geht es immer wieder darum, auch an diesen Karosserien zu arbeiten, nachher wieder mit den ganzen Dekorationen und so weiter. Deswegen in meinen Augen erstmal alles richtig gemacht. Da sind wir auch schon am Ende vom Content angekommen. Heute, wie gesagt, mal ein bisschen kürzer gehalten, aber ich wollte euch jetzt mal einfach die Kategorie präsentieren. Die Videos sollen an der Stelle auch nicht länger werden wie 10 Minuten, 15 Minuten, aber es ist einfach mal über das Produkt nochmal im Detail gesprochen. Ich an der Stelle könnte natürlich jetzt auch nachher in einem Hands-on oder in einem RC-Talk oder irgendwas auch über die Karosserie sprechen, bloß da kommen meistens nicht ganz so viele Informationen rüber wie jetzt, wenn ich halt nur gezielt über das Produkt spreche. Ganz einfach.
Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Wenn euch das Video heute gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wer den Kanal noch nicht abonniert hat, jetzt wäre die Gelegenheit dazu. Aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen bei Waxers RC TV. Freunde, bleibt gesund und habt Spaß mit euren Autos.